Hallo und herzlich willkommen bei App Service. Heute zeige ich euch iTunes. Und ja, wenn wir diese starten, sind wir hier bei Musik drin. Hier gibt es verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Und bei Musik gibt es auch drei verschiedene Menüpunkte. Einmal Neuheiten, das zeige ich euch gleich mal. Da gibt es einmal, ja, hier oben ein bisschen Werbung, denke ich mal. Dann Alben, das sind eben die neuesten Alben. Und da können wir direkt dann auch drauf tippen. Und da werden uns die Lieder in diesem Album angezeigt. Teilweise können wir die auch einzeln runterladen bzw. kaufen. Hier jetzt für 99 Cent und das ganze Album gibt es für 6,99 Euro. Wenn wir jetzt auf einen Titel drauf tippen, spielt es uns automatisch eine Vorschau ab. Und das mache ich jetzt lieber mal nicht, sonst kriege ich Probleme mit YouTube. Hier kann man dann noch Bewertungen ansehen und selber welche schreiben. Das mache ich aber jetzt mal nicht. Und hier gibt es noch mehr von diesem Künstler. Da sieht man dann andere Alben und Titel, die man sich auch direkt runterladen kann. Und ja, weiter unten gibt es dann Compilations. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das sind entweder Sampler-Alben oder irgend sowas. Zum Beispiel jetzt dieses Just Dance. Da sind dann verschiedene Lieder drauf, wie zum Beispiel Higher oder The Time von Black Eyed Peas. Also verschiedene Lieder, die in den Charts waren und eventuell die gleiche Musikrichtung haben. Und da gibt es zum Beispiel auch die von Disco Boys. Das neue Sampler-Album müsste das sein. Genau, da kann man sich auch die Titel dann wieder einzeln runterladen. Das ist wirklich sehr schön. Und was mir auffällt, bei fast jedem Lied und Album ist das Cover dabei. Das ist wirklich sehr gut von iTunes oder von Apple, dass die wirklich bei fast jedem Lied und Album eben das Cover mit eingefügt haben. Das ist wirklich sehr schön. Weiter unten gibt es dann die einzelnen Singles, also ja, die neuesten Lieder quasi. Und wenn wir da drauf tippen, zum Beispiel jetzt das hier von Black Eyed Peas, wird dann direkt geladen. Da sehen wir dann noch weitere Remixes oder andere Versionen von diesem Lied, können wir auch direkt runterladen oder eben mit einem Tipp darauf abspielen. Und das gibt es jetzt beispielsweise für 2,49. Und da gibt es dann auch wieder mehr von diesem Künstler, da sehen wir dann Alben und Titel. Und ja, bei Profil, da kommt man dann zu Ping. Was das genau dann anzeigt, weiß ich nicht, weil ich mich mit Ping noch nicht auskenne, weil ich es selber nicht benutze, weil ich es nicht so gut finde. Wenn ihr über Ping noch ein Video haben möchtet, wenn ihr wissen wollt, was es ist und wie es funktioniert, dann schreibt mir bitte entweder hier einen Kommentar oder eine Nachricht auf YouTube. Das mache ich dann, aber ist momentan noch nicht geplant und werde ich auch eigentlich nicht machen. Und ganz unten gibt es dann noch Highlights von 2010, auch sehr schön, die werden dann direkt angezeigt. Da können wir dann direkt hier noch was einlösen. Ich denke mal, eine iTunes-Karte kann man dann Code eingeben. Da wird dann auf das Apple-Konto, auf das iTunes-Konto, wird dann das Geld drauf gespielt. Bei Charts ist das gleiche wie eben auch, nur dass wir eben hier verschiedene Sachen zum Auswählen haben. Einmal die Charts von iTunes, da sehen wir dann die meist runtergeladenen und gekauften Lieder von iTunes selber. Hier ist Platz 1 Grenade von Bruno Mars. Können wir dann direkt auch wieder runterladen. Top-Alben, genau das gleiche Spiel. Da sind dann auch die Top-Alben drin. Und ganz unten gibt es immer hier Apple-ID. Ja, da kann man dann seine Apple-ID anzeigen und seinen ganzen Profildaten und so weiter. Mache ich jetzt lieber mal nicht. Das Ganze gibt es jetzt auch noch für verschiedene Genres. Zum Beispiel jetzt Dance. Und da gibt es jetzt Top-Titel in der Genre Dance und Top-Alben natürlich auch. Und ja, hier gibt es Genres an sich, da werden dann die ganzen Musikrichtungen angezeigt. Und ja, wir nehmen zum Beispiel mal Dance, da sehen wir dann die Neuheiten. Und ja, was anderes außer Neuheiten gibt es, glaube ich, hier drin nicht. Nee, also hier sind wirklich nur Neuheiten drin bei den Genres. Ist auch sehr übersichtlich, hier hat man dann hier, ich denke mal, das müssten sogar ja, neueste Lieder sein, genau, das ist jetzt ein Lied, 1,99 und da gibt es dann auch verschiedene Versionen davon wieder. Gut, das war es eigentlich jetzt schon zur Musik, ich möchte das jetzt auch nicht zu lange vorstellen, das Video wird sonst wieder viel zu lang. Wir gehen direkt mal zu den Videos, dort gibt es dann aktuelle Filme, das ist sehr schön, hier gibt es zum Beispiel jetzt Jagdfieber 3 beispielsweise mal, können wir direkt dann anzeigen, hier sehen wir auch wieder das Cover von dieser DVD.
Hier kann man auch ansehen, dass es in HD ist. Also wenn wir uns das jetzt kaufen, dann können wir das direkt in HD ansehen für 16,99. Es gibt auch Filme, die sind richtig günstig. Habe ich vorhin eins gesehen, weiß ich allerdings jetzt nicht, welches es war. Und hier kann man sich einen Clip anzeigen lassen. Da wird dann entweder ein Trailer oder ein Ausschnitt aus dem Film, je nachdem, was verfügbar ist, angezeigt. Auch sehr schön. Hier gibt es eine Beschreibung davon und wieder die Bewertung. Wir gehen jetzt mal zurück. Ich glaube, das war Nummer 5 lebt. Der Film ist schon etwas älter. Hier kann man sich zum Beispiel jetzt den Film auch leihen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau. Wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Und ganz normal kaufen geht natürlich auch. Und dieser kostet jetzt 9,99 €. Das ist eigentlich sehr günstig. Und ja, so sind das eben die verschiedenen Filme. Die kann man sich jetzt hier ansehen. Das war jetzt neu eingetroffen. Also die neuesten Filme, die hier drin sind. Weiter unten gibt es dann nichts weiter. Das heißt, hier gibt es nur neu eingetroffene. Und ja, das sind auf jeden Fall schöne Filme dabei. Runterladen werde ich mir wahrscheinlich dann keine davon, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Hier gibt es dann TV-Serien, die sind teilweise auch von Amerika, aber viele auch, die im deutschen Fernsehen laufen. Ja, teilweise auch oder meist auf Deutsch. Zum Beispiel das TV Total gibt es hier. Öffnen wir es doch gerade mal. Und ja, hier kann man sich die verschiedenen Sendungen ansehen und man könnte jetzt zum Beispiel jetzt hier auch direkt eins starten und eine Vorschau davon ansehen. Das mache ich jetzt allerdings mal nicht. Gehen wir wieder zurück. Und ja, ganz unten gibt es nochmal verschiedene Charts und Genres. Bei Charts gibt es einmal verschiedene ja, TV-Serien und Genres, eben die ganzen verschiedenen Richtungen für Kinder, Drama, Comedy und so weiter. Also das kennt ihr wahrscheinlich dann. Und ja, Musikvideos gibt es natürlich auch. Da sind dann entweder die neuesten Lieder drin oder eben meist angesehene und so weiter. Und wir öffnen jetzt mal beispielsweise das hier. Können wir direkt für 2,49 kaufen oder eine kurze Vorschau davon ansehen. Ja, das war's zu Videos. Sehr schön. Ping, wie eben schon angekündigt, werde ich jetzt nicht vorstellen. Dazu muss ich übrigens auch an iTunes am Computer das erstmal bestätigen und aktivieren. Da gibt es noch eine Suchfunktion. Da können wir jetzt nach irgendwas suchen, egal ob Video oder Musik. Ich nehme jetzt mal Nummer 5. Lebt. Es müsste dann automatisch vervollständigt werden und wenn wir es direkt anklicken, das geht super schnell. Also das dauert nicht ewig, bis es geladen wird, sondern es wird direkt angezeigt. Und es ist sehr schön, hier können wir direkt drauf tippen, kommen dann wieder zu der Seite und ja, wie eben schon gezeigt, sehr schön. Dann gibt es noch die Funktion Mehr ganz hier unten. Und ja, da kann man verschiedene Podcasts öffnen und ja, einmal Top Aktuell. Das sind dann verschiedene Radiosendungen oder Fernsehsendungen, die man sich direkt runterladen kann. Dann gibt es noch Charts. Das ist ähnlich wie bei Musik. Zum Beispiel jetzt, wir gehen auf Musik. Und haben jetzt hier die meist runtergeladenen Musikstücke. Und ja, das ist sehr schön. Kann man direkt dann hier gratis runterladen sogar. Das mache ich jetzt allerdings nicht, weil ja, das dauert zu lange. Dann gibt es noch die Kategorien. Da gibt es auch wieder Comedy, Musik und so weiter. Und ja, Technologie beispielsweise starte ich jetzt mal. Und hier steht jetzt neu nach beachtenswert, also ja, was am meisten angesehen wurde. Hier gibt es auch nochmal alle Anzeigen. Das sind dann einige mehr. Das möchte ich aber jetzt auch nicht so genau zeigen. Und ja, das war's so an sich von Podcasts. Hier gibt es noch Hörbücher, das ist dann nochmal was anderes. Da kann man sich dann direkt Hörbücher runterladen, eventuell auch kaufen, wenn die was kosten. Das gleiche auch wieder mit Charts und Kategorien. Dann gibt es iTunes U. Das weiß ich leider nicht, wie das funktioniert und für was das ist. Wer es weiß, kann es gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich weiß es leider nicht. Da weiß nicht, ob es da irgendwas ermittelt oder irgendwas. Keine Ahnung. Und dann gibt es noch Downloads. Da werden dann die angezeigt, die wir uns zuletzt runtergeladen haben. Auch sehr schön. Hier kann man noch bearbeiten. Also welche werden direkt hier unten angezeigt und welche nicht. Und der Rest wird dann natürlich bei mehr angezeigt. Auch sehr schön. Das war's
von der App iTunes, eine sehr schöne App, da kann man sich die neuesten Medien ganz einfach kaufen und runterladen, also wirklich top. Das war's für dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut, ciao!